Herzlich willkommen zur Nachtvorlesung Nachgefragt. Liebe Zuschauer, eine Operation an der Wirbelsäule sollte gut überlegt sein. Denn gerade bei Beschwerden im Rückenbereich können in vielen Fällen auch konservative Therapien eine echte Alternative zur Operation sein. Wann sofort operiert werden sollte und wann man sich womöglich erstmal eine Zweitmeinung einholen sollte, wollen wir in der heutigen Sendung besprechen. Dazu habe ich mir wieder einen Experten ins Studio eingeladen, das ist der Herr Professor Kehler. Er leitet die Neurochirurgie in der Amburger Asklepios Klinik in Altona. Hallo Professor Kehler, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Unser Thema ist ja die Zweitmeinung bei Wirbelsäulenoperationen. Was gibt es denn für alternative Behandlungsmöglichkeiten bei Rückenbeschwerden? Die Operation steht eigentlich immer erst ganz hinten dran. Am Anfang, wenn man ein Wirbelsäulenproblem hat, einen Bandscheibenvorfall, dann steht erstmal die Schmerzbehandlung im Vordergrund, die konservative Behandlung, möglicherweise Krankengymnastik, Rückenschule. Und erst wenn das alles nicht hilft oder aber wenn schwere Lähmungen da sind, erst dann denkt man überhaupt über eine Operation nach. Also Sie hatten gerade schon schwere Lähmungen angesprochen. Wann ist sonst noch eine Operation dann? Eine Operation sollte man dann durchführen, wenn man mit der konservativen Behandlung nicht zurechtkommt, wenn man das über Wochen gemacht hat und man keine Fortschritte macht, dann sollte man operieren. Voraussetzung, man hat auch einen entsprechenden Befund, der dafür verantwortlich ist. Und man soll immer und man soll auch schnell operieren, wenn man hochgradige Lähmungen hat oder sogar Blasenmastdarmstörung. Dann ist das sogar eine Notfalloperation. Das ist eine Operation, die wir dann auch nachts oder am Wochenende durchführen. Also bei dieser Operation muss man ganz schnell operieren und bei anderen Fällen, da nimmt man erstmal Abstand und wartet erstmal ab und schaut, wie sich das entwickelt. Also richtig. Lähmungserscheinung und Blasenmastdarmstörung, die sind immer gefährlich. Da kann man was verpassen, da kann man die Zeit verpassen. Deshalb muss das schnell operiert werden. Bei nur in Anführungsstrichen Schmerzen kann man abwarten. Obwohl die Patienten natürlich mit starken Schmerzen sehr auf eine Operation drängen, weil sie ganz schnell mürbe werden, wenn man diese Schmerzen nicht ausreichend mit Schmerzmitteln behandeln kann. Wenn jetzt ein Patient zu Ihnen kommt mit sehr starken Rückenbeschwerden, wie gehen Sie denn da genau vor? Das Erste, wenn der Patient kommt, dann wird er natürlich genau befragt, was los ist, seit wann das ist. Dann wird er genau neurologisch untersucht. Das heißt, es wird die Gefühlsstörung, das Gefühl wird untersucht, die Kraft wird untersucht, ob irgendeine Lähmung vorliegt und so weiter. Und dann ist es so, dass wir dann eine Bildgebung veranlassen. Und diese Bildgebung, da suchen wir dann nach Veränderungen, die diese Symptomatik genau erklärt. Und da ist halt eine große Expertise gefragt, eine neuroradiologische Expertise, dass man die Befunde auch genau zur Neurologie zuordnen kann. Und das ist ein großes Problem, was wir häufig haben, dass viele Patienten mit einem Bandscheibenvorfall kommen, mit Beschwerden, aber dieser Bandscheibenvorfall ist gar nicht für die Symptome zuständig. Das sind natürlich Fälle, die man nicht operieren darf, aber man muss immer, das ist eine sogenannte Conditio sine qua non, also eine Voraussetzung, eine absolute Voraussetzung, dass die Beschwerden durch einen entsprechenden Befund auch erklärt sind. Nur dann darf man auch überhaupt an eine Operation denken. Also es ist eine große Expertise in diesem Zusammenhang von immenser Bedeutung. Ja, die Expertise ist, man braucht als Wirbelsäulenbehandler, man braucht eine orthopädische, eine neurologische, eine neuroradiologische und neurochirurgische Expertise und dann kann man die optimal behandeln. Sie haben gerade die Patienten angesprochen, die häufiger pro Operation eingestimmt sind aufgrund der vielen Schmerzen. Kann man aber auch vielleicht den einen oder anderen Patienten dazu umstimmen und sagen, erstmal probieren wir es mit konservativen Therapien und schauen, wie sich das entwickelt? Also ist es wichtig, dass der Patient auch aktiv mitarbeitet? Ja, es ist so, dass ein Patient mit akuten Schmerzen, der denkt erstmal, es geht nicht weiter und dem kann man sagen, wie es normalerweise weitergeht, wenn man erstmal nur Schmerz und keine Lähmung hat, nämlich in 90% oder sogar in 95% kommt man mit einer konservativen Behandlung zurecht. Nur in den Fällen, wo man nicht zurechtkommt, da muss man das machen. Und die meisten Patienten, wenn denn die Schmerzen einigermaßen behandelbar sind, einigermaßen einstellbar sind, Medikamenten, die verstehen das auch sofort und machen auch mit allem dabei mit. Was gibt es sonst noch so für Krankheiten, wo man sagt, jetzt sollte man dringend operieren? Na, dringend operieren muss man immer dann, wenn man
durch ein weiteres Abwarten irgendwelche Schäden für den Patienten riskiert. Das sind aber, wie gesagt, Lähmung, das sind die Blasenmastdarmstörungen, die Inkontinenz, das sind die absoluten Indikationen. Da muss man aber sagen, wenn ein Patient über viele Monate Schmerzen hat und man nicht zurechtkommt mit der konservativen Behandlung, dann kann es sein, dass dieser Schmerz auch in das Schmerzgedächtnis geht. Und da sollte man dann mit einer Operation natürlich zuvor gekommen sein. Was sind denn die häufigsten Operationen an der Wirbelsäule? Die häufigsten Operationen sind Bandscheibenvorfälle und bei den älteren Herrschaften, und wir haben ja immer mehr ältere Herrschaften, die wir auch behandeln, sind das sogenannte Spinalkanalstenosen, also Einengung des Wirbelkanals und eventuell Einengung der Wurzelkanäle. Das sind also die Nerven, die aus dem Rückenmarkskanal hinausziehen. Und diese Spinalkanalstenosen und Bandscheibenoperationen werden operiert, um dann Platz zu schaffen für die Nerven. Und bei dieser lumbalen Spinalkanalstenose sollte man jetzt auch nicht abwarten und erstmal Zeit verstreichen lassen, sondern. Ja, man kann einen konservativen Therapieversuch zwar starten, aber bei einer Spinalkanalstenose, bei einer knöchernen Enge des Wirbelkanals, da hilft die konservative Behandlung häufig sehr wenig, weil man ja den knöchernen Kanal durch die Behandlung nicht wieder aufbekommt. Und deshalb ist die konservative Therapie bei der Wirbelkanalstenose häufig nur von relativ kurzer Dauer. Und deshalb steht in aller Regel dann doch eine Operation an, wenn man eine entsprechende Symptomatik dafür hat. Warum ist denn eigentlich eine Operation an der Wirbelsäule so besonders sensibel? Warum sollte man da so vorsichtig sein? Na, die Wirbelsäule beherbergt das Rückenmark und die Nerven. Und wenn man dort etwas verletzen würde, dann würde das natürlich gravierende Folgen für den Patienten haben. Wenn es an der Halswirbelsäule wäre, man das Rückenmark verletzt, dann hätte man sogar eine Querschnittslähmung und der wäre möglicherweise sogar rollstuhlpflichtig. Wobei man aber sagen muss, dass heute die Wirbelsäulenoperateure, die Neurochirurgen, das so gut beherrschen, dass solche Komplikationen absolut selten auftreten. Und ich sage, manchmal ist möglicherweise die Autofahrt gefährlicher, ja, als die Operation. Was gibt es denn da? Jetzt haben wir gerade dieses Risiko angesprochen, was ja nun mal bei jeder Operation, jede Operation birgt ein Risiko. Was haben Sie da so Zahlen? Was für Risiken können da auftreten? Blutungen vielleicht, Entzündungen? Also wenn wir einmal von der Lendenwirbelsäulenoperation, von der typischen Bandscheibenoperation ausgehen, dass man einen Nerven verletzt, das ist weit unter 1%. Man kann mal eine Entzündung des Zwischenwirbelraumes kriegen, was eine unangenehme Komplikation ist, weil die sehr lange dauert zum Ausheilen. Und das ist etwa in einem Risiko von 1%. Das sind ja sehr gute Ergebnisse. Ja, man kann, also die Komplikationen sind sehr überschaubar. Dennoch muss man sagen, bei jeder Operation muss man darauf achten. Wenn sie nicht indiziert ist, wiegt so ein Risiko natürlich viel höher. Wenn sie aber dringend indiziert ist, ist so ein Risiko, denke ich, vernachlässigbar. Sie sind ja nun ein Experte auf diesem Gebiet und langjährig tätig. Was raten Sie oder was machen Sie, wenn Sie einmal einen Befund haben und sind sich nicht ganz sicher, soll der jetzt operiert werden oder nicht? Holen Sie sich dann vielleicht auch sozusagen intern eine Zweitmeinung ein? Ja, es gibt häufiger mal Probleme, wo man segmentale Zuordnung hat. Das heißt, man weiß nicht genau, ob der Bandscheibenvorfall in der Höhe 4-5 eigentlich die Symptome verursacht, die eigentlich aus der Höhe darunter kommen müssen. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, dann besprechen wir das mit unseren Neuroradiologen und mit unseren Neurologen und machen eventuell auch Zusatzdiagnostik, um das sicher zu klären. Wir wollen das immer sicher vorher wissen und schaffen das auch mit unserem Expertenteam in der Regel sehr gut zu klären. Was raten Sie jetzt Patienten, die unsicher sind, ob bei ihnen vielleicht die Operation wirklich notwendig ist oder ob man in anderen Fällen auch auf konservative Therapien steigen könnte? Also es ist immer ganz wichtig, wenn der Patient das Gefühl hat oder er noch sich nicht reif fühlt für die Operation, dann sollte er einfach sehen, dass er nochmal eine zweite Meinung bekommt. Wenn er irgendwelche Unsicherheiten vermutet oder denkt, Mensch, ist das wirklich notwendig und vielleicht doch gerne nochmal einen anderen Experten hören wollte, sollte natürlich dieses auch machen. Eine Zweitmeinung versichert oder macht es häufig sicherer. Es kann auch mal verunsichern natürlich,
Man muss aber davor warnen, wenn jemand starke Lähmung, grobe Lähmung hat oder Blasenmastdarmstörung, dann muss er aufpassen, dass er nicht durch eine Zweitmeinung und Zeitverzug möglicherweise auch wertvolle Zeit verschwendet, die nachher zu seinem Nachteil führen. Wir haben ja schon gerade darüber gesprochen, auch dass diese Operation an der Wirbelsäule, dass es ein sehr sensibles Gebiet ist, wo man wirklich auch natürlich sehr viel Praxis haben muss, um eine solche Operation durchzuführen. Worauf sollten denn Patienten achten bei Ihrem Arzt? Also ich denke, ein Patient darf ruhig nachfragen, wie viele Operationen zum Beispiel der Arzt oder in dem Krankenhaus in der Abteilung durchgeführt werden. Und man muss sagen, wenn man 5 oder 10 Operationen dieser Art im Jahr macht, dann kann man keine große Expertise aufrechterhalten. Und deshalb ist diese Frage durchaus zulässig. Ich will vielleicht noch sagen, man muss auch immer sagen, ich bekomme viele Patienten, die Veränderungen an der Wirbelsäule haben mit großen Bandscheibenvorfällen, aber da passen die Beschwerden gar nicht dazu. Und da ist es wichtig, dass man keine Röntgenbildkosmetik macht, sondern dass man auch immer sieht, dass die Veränderungen, die man auf dem Bild sieht, zu der klinischen Symptomatik passen. Also das ist auch wichtig, dass ein Arzt sozusagen ein Erfahrungsspektrum auch hat, worauf er zurückgreifen kann. Genau, und das kann ein Neurochirurg zum Beispiel sehr gut. Der kann die kernspintomografischen Bilder lesen, der kann neurologisch untersuchen und er kann vor allen Dingen die einzelnen Nervenwurzeln, die er auf der Kernspintomographie sieht, den Symptomen entsprechend zuordnen. Und das ist ein sehr hohes Gut, was für die Wirbelsäulenchirurgie absolut notwendig ist, dieses zu beherrschen. Herr Professor Kehler, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön, vielen Dank eben. Liebe Zuschauer, wir denken, wir konnten Ihnen die wichtigsten Informationen nun zum Thema Wirbelsäulenoperationen geben. Wir freuen uns, wenn Sie auch bald wieder sich reinklicken bei uns bei www.asklepios.com oder auf YouTube. Jetzt erstmal tschüss und auf Wiedersehen.